Hey, bevor dieses Video losgeht, möchte ich mal wieder ein paar Personen grüßen. Und zwar angefangen mit der Christina Clearwalk. Du hast mich über Starstable angeschrieben, ich habe mich sehr über dich gefreut. Ich grüße dich hiermit ganz herzlich. Dann wollte ich noch einen Kommentar vorlesen und danach blende ich euch wie immer noch ein paar Kommentare ein. Und zwar ein Kommentar, den ich vorlesen wollte, war: Endlich wieder ein Video. Ich liebe deine Videos so sehr, es wäre schön, wenn du mich einmal grüßen könntest. Hashtag Eichhörnchen an die Macht. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Ich grüße dich genauso ganz herzlich. Falls ihr in einem meiner nächsten Videos gegrüßt werden möchtet, dann schreibt einfach irgendeinen Kommentar mit dem Hashtag Eichhörnchen an die Macht in die Kommentare und dann werdet auch ihr beim nächsten Mal gegrüßt. Wie gesagt, blende ich euch noch ein paar andere Kommentare ein, damit sich wirklich jeder gegrüßt fühlen kann und dann fangen wir auch gleich mal mit diesem Video an. Viel Spaß! Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar sind heute wieder neue magische Pferde in Jorvik eingetroffen. Und zwar sind es Proteus und Setna. Ich hoffe, ihr habt den Namen richtig ausgesprochen, aber ich habe gar keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir Proteus schon ziemlich lange gewünscht und Setna hat mir auch mal ziemlich lange gefallen. Ich hatte nämlich gesehen, dass ein Spieler mal so eine Art Zebra-Pferd hatte und war nur so, ja okay, was ist das, von wo kommt das? Und ich habe gesehen, dass es die magischen Pferde sind und ich habe wirklich lang darauf gewartet, dass sie wieder nach Jorvik kommen, weil ich sie unbedingt haben wollte. Und deswegen kaufen wir sie uns heute zusammen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal nach Moorland zum Leuchtturm und dann schauen wir uns nochmal ganz genau an. Also dann, let's go. Ich bin auf jeden Fall ziemlich hyped. Dieses Video kommt ja an einem Mittwoch raus und ich habe am Freitag, dem 28. Juli, Geburtstag und da wird tatsächlich nochmal ein Pferdekauf rauskommen. Auf Instagram werde ich dazu nochmal eine Story posten. Das heißt, es werden wieder einige Starcoins weggehen, obwohl ich derzeit auch gar nicht mal mehr so viele habe. Gehen auf jeden Fall ziemlich schnell weg. Wir hatten zwar letztes Wochenende doppelt Starcoin-Wochenende, aber ich habe mir keine gekauft, weil ich mir dachte, wenn ich mir jetzt nochmal 10.000 Starcoins hole, dann werde ich sie auf jeden Fall rausballern. Und ich möchte ein bisschen sparsamer sein, auch wenn jetzt im August, also schon sehr bald, die neuen Mustangs rauskommen. Auf jeden Fall sind wir jetzt aber hier und hier sind die beiden magischen Pferde. Ich bin nicht der größte Fan von dem Magic Code, also hier diesen Fish Code. Ist an sich wirklich gut gemacht, also wirklich ganz großer Respekt an Starstable, es ist sehr gut geworden. Einfach nur nicht so meins. Und das ist hier die normale Form und die will ich unbedingt haben, ich finde es so süß. Ich glaube, das Modell sind die Appaloosa, bin mir aber nicht zu 100% sicher, also falls es jemand besser weiß, gerne in die Kommentare. Kosten 900 Starcoins und ich finde, der Preis geht auch völlig in Ordnung. Ich freue mich riesig. Auf jeden Fall ist das hier Proteus und dann gehen wir zu Setna war es, glaube ich. Genau. Auch hier, ich finde es mit den Schuppen so gut gemacht. Es sind so viele Details mit drin. Und das hier ist die normale Form. Auch ihn hier finde ich super, super süß. Ich würde mir wünschen, dass man bei ihm vielleicht die Mähne ändern kann. Ich würde ihn aber auch so nehmen. Ich finde hier das Fell mega schön. Also der muss auf jeden Fall auch mit. Beauty all that matters to you? Very much. Ich würde sagen, wir fangen da mit Setna hier an. Ich bin mir gerade noch nicht sicher, was für einen Namen ich machen will. Ich finde, Orchid klingt eigentlich ganz süß. Finde ich aber vielleicht nicht für ihn ganz so passend. Deswegen schaue ich einfach mal, was es so gibt. Aquamarin könnte zu den Fischpferden passen, aber ich glaube, auch das werde ich eher nicht nehmen. Irgendwie bin ich jetzt am überlegen, ob ich ihn einfach Brett nenne. Ich glaube, das machen wir. Es ist ein sehr random Name. Ich würde sagen, Brett ist dann ein Hengst und ich würde sagen, ein Jungpferd. Sieht auf jeden Fall echt süß aus und dann kaufen wir Brett auch direkt mal. Ja, ich möchte dieses Pferd kaufen. Achse, au! Jumpgear! Es ist hier immer noch ziemlich verbuggt, aber er ist so unglaublich süß. Ich freue mich riesig drüber. Er wird natürlich in den Stall geschickt und da machen wir auch gleich mit Proteus weiter. Und zwar wird er hier auch gekauft. Es ist so unglaublich süß, ich kann nicht mehr. Ich habe mir so lange gewünscht, jetzt kann ich mir endlich kaufen. Auf jeden Fall, ich weiß, der Name wäre ein bisschen vorhersehbar. Ich dachte an Zebra, aber ich weiß nicht mal, ob das es geben würde. Es gäbe Zebra. Nennen wir ihn wirklich einfach nur Zebra? Ja. Ich würde sagen, ja. Ja. Ich würde sagen, auch er ist ein Hengst und ein Jungpferd. Und dann wird auch er hier gekauft. Total süß, auch er wird dann in den Stall geschickt. Es gäbe hier auch noch die Katzen. Ich muss sagen, die sind aber diesmal wirklich gar nicht meins. Auch wenn ich die Katzen liebe, aber irgendwie gefällt mir die Fellfarbe nicht. Also ich persönlich finde es einfach nicht so passend. Ist aber auch reine Geschmackssache. Also ich werde es mir nicht kaufen. An sich aber auch total niedlich. Ich würde sagen, dann lassen wir uns gleich auch mal abholen. Damit wir uns die beiden Pferde anschauen können und Outfits machen können. Darauf freue ich mich wie immer am meisten. Ich glaube, ich weiß auch schon, was für ein Outfit ich auf Brett machen würde, beziehungsweise auf Setna.
gehen wir gleich mal in den Heimatstall rein. Ich steige mal kurz auf Shadowman ab. Ihn haben wir auch in einem meiner letzten Videos gekauft. Und ich möchte jetzt auch mal langsam gerne leveln. Genauso wie die anderen belgischen Warmblüter eigentlich. Aber ich bin noch nicht so viel dazu gekommen, weil ich noch andere Pferde gelevelt habe. Und ich denke, das Outfit, das Jula anhat, könnte mega gut zu Setna passen. Deswegen nehmen wir die Sachen einfach mal gleich mit. Die Begrüßung mit einer Streicheinheit darf natürlich auch nicht fehlen. Also ich bin auf alle Fälle verliebt. Wie immer wird er noch kurz auf Level 2 gelevelt. Das machen wir auch gleich noch bei Zebra bzw. Proteus. Ich muss sagen, heute bin ich wirklich nicht kreativ mit den Namen gewesen. Aber was soll's. Jetzt ist er auch schon direkt auf Level 2. Und ich würde noch gern in dem normalen Code haben. Sieht auf jeden Fall mega süß aus. Ich steige gleich mal auf und ziehe das Outfit an. Ja, ich denke, das könnte auf jeden Fall so gehen. Also ich habe schon lange nicht mehr so schnell ein Outfit gefunden. Ich würde sagen, bevor wir uns jetzt weiter mit Brad beschäftigen, gehen wir zu Zebra. Einmal hier und er darf natürlich auch nochmal gestreichelt werden und auf Level 2 drauf gelevelt. Und ich glaube, bei ihm wird es mir ein bisschen schwerer fallen, Outfit zu finden. Ich weiß nicht, ob ich einfach schwarz-weiß mache. Ich glaube, das könnte so ein bisschen am besten zu ihm passen. Aber schaue ich dann gleich einfach mal. Und so, und dann kommt er auch noch auf Level 2. Und in den normalen Code. Er gefällt mir so unglaublich gut. Also wirklich mega, mega schön. Guck ich mal, was ich im Schrank habe, ansonsten muss ich wieder von dem Pferd ein Outfit klauen. Okay, ich hätte auf jeden Fall noch einen schwarzen Sattel. Ich glaube, wir nehmen den auch einfach mal gleich. Und dann noch eine schwarze Trense. Nehmen wir einfach mal die hier. Jetzt zur Schabracke. Was Blaues könnte ja eigentlich auch mega gut passen. Ich würde sagen, mit den Sternen sieht es auch gut aus. Ich würde sagen, ich nehme einfach die Schabracke. Und ich müsste auch passende Bandagen dazu haben. Da wären sie auch schon. Dann nehmen wir einfach mal das hier mit. Und das wäre jetzt so unser Outfit an Proteus. Natürlich brauche ich auch noch ein anderes Outfit. Ich denke, für mein Outfit nehme ich einfach so ein bisschen meine Standardklamotten, die ich fast immer anhabe. Ich hätte hier einfach so ein schwarzes T-Shirt, damit kann man, glaube ich, nie was falsch machen. Und das wäre jetzt mein Outfit. Ich würde sagen, ich hole mir noch meine anderen Haare, so meine Standardhaare, die ich gerade nur für das Outfit an Shadowman genommen. Und so jetzt sehe ich wieder aus wie ganz die Alte. Ich werde euch natürlich gleich noch beide Outfits am Pferd zeigen. Ich würde sagen, wir steigen mal auf Zebra auf und reiten zum Platz auf den gleichen wie eigentlich immer. Und dann sehen wir uns auch direkt auf dem Platz wieder. Und dann sind wir hier gleich auch schon mal angekommen. Jetzt, wo ich nochmal die Gangarten ein bisschen gesehen habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass es die Appaloosa sind. Hier ist auf jeden Fall schon mal der Schritt. Ich finde, der Kopf schminkt ziemlich mit. Sieht aber auch ganz süß aus. Also ist nichts, was ich jetzt irgendwie bemängeln würde. Gehen wir auch gleich mal in den Trab. Den finde ich eigentlich auch ganz schön. Ich meine, mit dem Trab kann man, glaube ich, allgemein nicht wirklich viel falsch machen bei den Pferden. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Dann nochmal in den Kanter. Die Appaloosa sind ja eigentlich eine meiner Lieblingsrassen. Die Gangarten finde ich jetzt hier so im Galopp ein bisschen komisch. Also ich finde, die Hinterbeine gehen einfach nicht so schön mit, auch hier beim schnelleren Galopp. Aber ansonsten geht es eigentlich. Ich finde die Pferde ansonsten wirklich mega, mega schön. Hier auch nochmal die Sprünge, die gehen ja eigentlich auch total klar. Kann man nicht viel Schlechtes sagen. Also ich meine, ja, was soll man da noch bemängeln? Sieht eigentlich echt schön aus. Hier ist das auch nochmal der Galopp. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch kurz das eine Rennen hier und dann holen wir Brad raus. Dann wird er auch nochmal kurz begutachtet. Bisher bin ich aber mega, mega froh, dass ich jetzt endlich dieses Pferd habe, das ich mir so lange gewünscht habe. Ihr könnt mir auch wie immer in die Kommentare schreiben, wie ihr die Pferde findet, ob ihr euch auch einen oder beide gekauft habt. Ich war mir erst unsicher, ob ich überhaupt... Okay, jetzt bin ich wegen Soundcloud. Ich war mir erst unsicher, ob ich überhaupt Setna auch kaufen möchte. Aber jetzt, wo ich ihn so wirklich sehe, finde ich ihn mega schön. Also ich bereue da nichts. Ich würde sagen, dann sehen wir jetzt gleich auch wieder, wenn ich Setna dabei habe. Und dann haben wir Brad jetzt auch schon auf dem Platz. Ich habe mir dafür auch noch mal ein anderes Outfit angezogen, damit es ein bisschen besser dazu passt. Und ich meine, klar, die Gangarten sind ja beide gleich. Hier ist nochmal ein Encanter und ein Galopp. Ich muss sagen, dafür, dass ich mir so lange Proteus gewünscht habe, finde ich Setna fast schon ein bisschen schöner. Also ich glaube, jetzt haben sich meine Lieblingspferde kurz gewechselt. War mega schön dann hier nochmal in dem anderen Code. Das schaut sieht auf jeden Fall auch ganz süß aus. Aber der normale Code ist bei mir auf jeden Fall mein Favorite. Haben wir auch hier den Slide, den habe ich vorher nicht gezeigt gehabt. Mir war es ja alles direkt gleich. Jetzt gerade aber noch kurz meinen Speicherplatz, weil ich wurde jetzt kurz unterbrochen. Ich hoffe, dass jetzt die letzten Sätze nicht einfach so weg sind. Auf jeden Fall wollte ich mit Brad auch nochmal kurz ein Rennen machen. So. Ich werde die beiden auch wahrscheinlich ziemlich schnell leveln. Ich werde auch bald wieder ein neues Level-Video machen. Da werde ich meiner Instagram-Story schon ein bisschen mehr verraten, was das nächste Video sein wird. Und ihr durftet mir ein paar Sachen schreiben. Dieses Level-Video wird am Sonntag rauskommen. Seid auf jeden Fall gespannt, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und falls ihr gerne bei Level-Videos oder Ähnlichem dabei sein wollt, dann folgt mir doch gerne auf Instagram. Da halte ich euch immer auf dem Laufenden. Auf Instagram heiße ich genauso wie hier Penelope Rosefall. Auf jeden Fall war es das hier eigentlich schon mal mit diesem Video. Ich bin mehr als zufrieden mit den beiden neuen Pferden. Wie gesagt, am Freitag kommt nochmal ein Pferdekauf online, da ich da Geburtstag habe. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, noch mehr Starcoins auszugeben. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Macht's gut und vielleicht sieht man sich ja beim nächsten Mal wieder. Tschüss!